Das Kabinett hat sich zuerst mit einem Verhaltenskodex für Personen beschäftigt, die im Lobbyregister eingetragen sind. Sie wissen, Bundestag und Bundesrat haben kürzlich ein Gesetz zur Einführung eines Lobbyregisters beschlossen. Es sieht also eine Registrierungspflicht für diejenigen vor, die gegenüber dem Bundestag oder gegenüber der Bundesregierung Interessenvertretung ausüben. Und in diesem Gesetz ist geregelt, dass es unter Beteiligung der Zivilgesellschaft ein Verhaltenskodex festgelegt werden soll, der Vorgaben macht, wie Interessenvertretung korrekt auszuüben ist. Und diesen vom Bundesinnenminister gemeinsam mit dem Bundestag erarbeiteten Verhaltenskodex hat die Bundesregierung heute beschlossen. Der enthält verbindliche Vorgaben für die Ausübung von Interessenvertretung auf der Grundlage von Offenheit, Transparenz, Ehrlichkeit und Integrität. Wie es im Gesetz heißt, ist auch die Zivilgesellschaft an der Erstellung dieses Kodex beteiligt worden. Es konnten Stellungnahmen zu einem Entwurf des Verhaltenskodex abgegeben werden. Das war dazu auf der Webseite des Deutschen Bundestages eingestellt. Wenn ein nicht unerheblicher Verstoß gegen den Verhaltenskodex festgestellt wird, dann wird über einen Zeitraum von 2 Jahren dieser Verstoß im Lobbyregister veröffentlicht, und diese Veröffentlichung, diese Eintragung kann Folgen haben für die Erteilung von Zugangsberechtigungen zum Bundestag, für die Beteiligung an öffentlichen Anhörungen der Ausschüsse oder für die Beteiligung von Verbänden und Fachkreisen an Entwürfen von Gesetzesvorlagen der Bundesregierung. Das nächste Thema, der Rüstungsexportbericht 2020, heute vom Kabinett beschlossen. Er wird wie üblich dem Bundestag und dem Bundesrat zugeleitet. Uns ist Transparenz bei Genehmigungsentscheidungen ein wichtiges Anliegen. Deswegen dieser periodisch veröffentlichte Rüstungsexportbericht. Das ist ein wichtiger Beitrag für eine sachliche und fundierte Auseinandersetzung mit dem Thema Rüstungsexporte. Wie sah es nun 2020 aus? Es wurden Einzelgenehmigungen für die Ausfuhr von Rüstungsgütern in Höhe von rund 5,8 Milliarden Euro erteilt. Das bewegt sich etwas unterhalb des durchschnittlichen jährlichen Gesamtwerts der erteilten Einzelausfuhrgenehmigungen in den letzten 5 Jahren, der bei 6,3 Milliarden Euro liegt. Ein großer Anteil, nämlich knapp 50% dieser Genehmigungen, entfiel auf Lieferungen in EU-, NATO- oder NATO-gleichgestellte Länder. Solche Ausfuhrgenehmigungen für diesen Länderkreis sind Ausdruck unserer Bündnis- und Gemeinschaftstreue, und die steht für Deutschland außer Frage. Für Drittländer wurden Ausfuhrgenehmigungen in Höhe von 2,9 Milliarden Euro erteilt. Mehr als die Hälfte davon betrifft den maritimen Bereich. Der Gesamtwert der Genehmigungen für Kleinwaffen und Kleinwaffenteile belief sich 2020 auf rund 37,6 Millionen. Die entsprechenden Genehmigungen für Drittländer haben einen Wert von 572.122 Euro umfasst und verbleiben damit auf niedrigem Niveau. Ein weiterer Bericht, nämlich der Bericht der Bundesregierung zur Hightech-Strategie 2025. Diese Strategie zeigt Perspektiven auf, wie Deutschland seine Zukunft, auch seinen künftigen Wohlstand, mit Forschung und Innovation erfolgreich gestalten kann. Der Bericht ist zugleich die Stellungnahme der Bundesregierung zum Jahresgutachten der Expertenkommission Forschung und Innovation. In diesem Jahr liegt der Berichtsschwerpunkt auf dem Thema Innovation und Forschung bei der Bewältigung der Pandemie. Und man kann sagen, das deutsche Forschungs- und Innovationssystem hat sich gerade in der Pandemie bewährt. Es hat in beeindruckendem Tempo neue Erkenntnisse zum Coronavirus, zu den Auswirkungen der Krise hervorgebracht. Ich will nur zwei Beispiele nennen, die sicherlich jedem bewusst sind. Der erste Test zum Nachweis des Virus, wie auch der erste nach internationalen Standards zugelassene SARS-CoV-2-Impfstoff, wurden in Deutschland entwickelt. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert worden. Sie machten im vergangenen Jahr 3,18% des Bruttoinlandsprodukts aus. Auch in Zeiten der Pandemie bleibt es das Ziel, bis 2025 insgesamt 3,5% des BIP für Forschung und Entwicklung aufzuwenden. Die staatlichen Forschungsausgaben beständig gesteigert zu haben, ist ein Markenzeichen
der verschiedenen Bundesregierungen unter Bundeskanzlerin Merkel. Und einen letzten Bericht will ich Ihnen auch noch kurz vorstellen. Das Bundeskabinett hat auch diesen Bericht beschlossen. Er wurde von der Staatsministerin für Kultur und Medien vorgelegt. Der Medien- und Kommunikationsbericht der Bundesregierung 2021. Wir erfüllen damit als Bundesregierung unsere Berichtspflicht gegenüber dem Bundestag und informieren über die jüngsten Entwicklungen der Medienlandschaft, also erfasst die aktuellen Herausforderungen an die Medienordnung zusammen, eine Medienordnung, die der Medien- und Meinungsfreiheit verpflichtet ist, die einen fairen Wettbewerb unterstützt und die die Vielfalt der Medien sichert. Im Fokus dieses Berichts stehen diesmal neue kooperative Medienplattformen, denn einige große Plattformen, die den Markt dominieren, übernehmen ja immer mehr Funktionen auch im Medienbereich. Sie sind maßgeblich Mitgestalter öffentlicher Kommunikationsräume und setzen damit die Geschäftsmodelle klassischer Medien massiv unter Druck. Die Vielfalt der Medien ist oberster Grundsatz unserer Medienordnung. Sie ist der Garant für eine freie, individuelle und öffentliche Meinungsbildung. Laut dem Bericht könnten kooperative Medienplattformen zu dieser Vielfalt einen wichtigen Beitrag leisten, wenn sie beispielsweise die digitalen Fernseh-, Radio- oder Printangebote verschiedener klassischer Medienunternehmen oder Sparten miteinander verknüpfen und ihnen so zu größerer Sichtbarkeit im Netz verhelfen. Ja, der ist abrufbar unter www.kulturstaatsministerin.de und ich empfehle die Lektüre. Vielen Dank bis hierhin. Dann machen wir, ehe wir zu Ihren Fragen kommen, noch mit einer Ankündigung des Verteidigungsministeriums weiter. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren, dass ich die Gelegenheit bekomme, einige Worte an Sie zu richten zu den Ihnen sicherlich bekannt gewordenen Vorfällen, die sich in Litauen bei der Mission Enhanced Forward Presence abgespielt haben sollen. Ja, im Raum stehen Anfangsverdachte zum Verstoß gegen soldatische Pflichten, wie zum Beispiel die Kameradschaftspflicht, die Pflicht zum treuen Dienen oder auch die Gehorsamspflicht. Aber was noch viel schlimmer ist, es stehen auch Straftaten in Rede, wie beispielsweise sexuelle Nötigung, Beleidigung, gegebenenfalls mit rassistischer oder antisemitischer Konnotation sowie auf extremistische Verhaltensweisen. Gerade in Litauen, wo wir Seite an Seite mit unseren NATO-Partnern geschlossen für gemeinsame Werte einsteht, ist ein solches Verhalten Einzelner nicht nur unentschuldbar, es ist absolut beschämend für uns alle. Die Verteidigungsministerin hat wiederholt, dass wir mit aller Härte und Entschiedenheit vorgehen werden. Und auch der Generalinspekteur der Bundeswehr hat Kontakt zu seinem litauischen Counterpart aufgenommen. Er hat seine Bestürzung zum Ausdruck gebracht und hat ihm mitgeteilt, dass wir die sehr guten Beziehungen, die wir unter den Streitkräften Litauens und Deutschlands genießen, darunter nicht leiden lassen wollen. Die zuständigen Disziplinarvorgesetzten haben, nachdem sie Kenntnis erlangt haben, am 8. Juni sofort Ermittlungen aufgenommen und haben das Bundesministerium der Verteidigung informiert. Ich kann Ihnen an dieser Stelle schon einige Informationen mitgeben. Der gesamte betroffene Zug wird mit sofortiger Wirkung morgen nach Deutschland repatriiert werden und vom Einsatz abgelöst werden. Bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen wird bei den Hauptbeschuldigten eine fristlose Entlassung nach § 55 5-Soldatengesetz eingeleitet. Mögliche Täter und Opfer wurden bereits räumlich getrennt und es hat auch hier Repatriierungen auf beiden Seiten gegeben. Darüber hinaus kann ich Ihnen mitteilen oder muss ich Ihnen mitteilen, dass im Zuge von Ermittlungen weiterhin bekannt geworden ist, dass es ein Fehl von 569 Schuss Handwaffenmunition gegeben hat. Der Befehlshaber des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr hat hierzu sofort ein Ermittlerteam entsandt, das insbesondere dem Verdacht auf mögliche Buchungsfehler nach einer Schießübung nachgehen soll. Die Befragungen und Ermittlungen dauern an. Die Wehrdisziplinaranwaltschaft des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr und das Bundesamt für den militärischen Abschirmdienst sind selbstverständlich eingebunden. Und auch der Stellvertreter des Inspekteurs des Heeres hat heute nach Rukla verlegt. Ich kann Ihnen sagen, dass die Ermittlungen, wie die Ministerin das auch angekündigt wird, mit aller Härte und Entschiedenheit durchgeführt werden, weil so ein Verhalten in der Bundeswehr keinen Platz hat. Wenn Ermittlungsergebnisse vorliegen, dann kennen Sie das Prozedere, werden wir zunächst das Parlament informieren und im Anschluss die Öffentlichkeit. Vielen Dank.
Danke auch dafür. Dann bleibe ich gleich bei diesem Thema. Gibt es Fragen zu Litauen? Eine ganze Reihe. Ich fange mal bei Herrn Rinke an. Ja, ich hätte ganz gerne nachgefragt, wenn Sie sagen, dass der Zug nach Deutschland zurückverlegt wurde, ist dann ein Ersatz nach Litauen geschickt worden oder kommt da der Auslandseinsatz im Moment mit weniger Soldaten aus? Also ich kann Ihnen sagen, dass die Mission insofern weitergeführt werden kann. Wir haben ja roundabout 600 Soldatinnen und Soldaten vor Ort. Und ob es da jetzt eine Ersatzgestellung geben wird oder nicht, das sind operative Dinge, die jetzt in Klärung sind. Dazu kann ich Ihnen heute noch nichts mitteilen. Nachfrage? Sie haben jetzt gesagt, dass es auch Gespräche mit der litauischen Regierung gab. Sie haben uns aber nicht gesagt, wie die litauische Regierung selbst reagiert hat. Können Sie dazu was sagen? Ich habe Ihnen mitgeteilt, dass der Generalinspekteur mit seinem Counterpart in Litauen das Gespräch gesucht hat. Ich habe Ihnen gesagt, dass es ihm wichtig war, dass er ja seine Bestürzung zum Ausdruck bringt und dass wir so etwas auf gar keinen Fall tolerieren werden. Herr Jordans? Ja, Frau Rutzi, können Sie sagen, wie viele Beschuldigte es in dem Fall gibt? Und inwiefern jetzt litauische Soldaten involviert waren, ist mir nicht klar. Oder haben Sie nur das Gespräch gesucht, weil der Vorfall in Litauen stattfand? Also ich bitte um Verständnis, dass ich mich zu Details, weil es laufende Ermittlungen sind, nicht weiterhin äußern kann. Dann Frau Dudin. Das waren schon zwei Fragen, aber ich nehme sie wieder mit auf die Liste. Ich sehe jetzt Ihr Mikro nicht. Ist es, ja. Ja. Zur Handschussmunition, können Sie da konkreter sagen, in welchem Zeitraum die verschwunden ist? Nein, auch da bitte ich einfach um Verständnis, das sind laufende Ermittlungen. Ich habe versucht, Ihnen zu erklären, dass es ein Schießvorhaben gegeben hat. Da prüft man jetzt, ob es tatsächlich verschwunden ist oder ob es auch, das kann genauso gut sein, zu einem Buchungsfehler gekommen sein könnte. Und wie gesagt, wir haben da ein Team jetzt vor Ort, beziehungsweise die kommen da heute an und die werden jeden Stein umdrehen. Dann Herr Jung. Können Sie uns sagen, wann Sie von den Ereignissen und den Vorwürfen erfahren haben, zum allerersten Mal? Das habe ich gerade, Herr Jung, das war der 8. Juni. Davor nicht. Ich kann Ihnen sagen, dass die Disziplinarvorgesetzten vor Ort des BMVG am 8. Juni informiert haben und wir sofort gehandelt haben. Dann Herr Jordans nochmal. Ich wollte nur wissen, wie groß der Zug ist. Ich glaube, das ist ja keine feste Menge. Ich meine um die 10 Personen. Und Herr Jung? Sie hatten vorhin gesagt, es geht um Einzelfälle, aber jetzt gleichzeitig wird der gesamte Zug zurückgezogen. Also betrifft das, sind diese Einzelfälle alle in diesem Zug oder sind da Leute dabei, die vielleicht unschuldig sind? Dazu kann ich keine Aussage treffen, Herr Jung. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir da die Ermittlungen sehr stringent durchführen werden und aus diesem Grund die Erwägung getroffen wurde, den Zug zu repatriieren. Nachfrage, ja. Und ich hatte jetzt auch gelesen, dass Ihr Ministerium anstrebt, die Hauptbeschuldigten fristlos zu entlassen. Warum nur die Hauptbeschuldigten und was ist ein Hauptbeschuldigter? Herr Jung, das sind laufende Ermittlungen. Sie können aber, das Soldatengesetz ist öffentlich einsehbar, gerne mal selbst nachschauen in § 55.5. Das sind die Voraussetzungen aufgezählt und das bitte ich Sie zu recherchieren. Und zu weiteren Details, ich darf mich dazu einfach rechtlich nicht äußern, da bitte ich um Verständnis. Herr Jessen? Sie hatten eben gesagt, der Zug bestehe aus etwa 10 Soldatinnen und Soldaten. In Presseberichten heißt es, es seien gut 30 Soldatinnen und Soldaten. Das ist ein manifester Unterschied. Können Sie das aufklären? Ich kläre das auf. Ich habe auch beide Zahlen. Wenn ich da die Information, ich denke, ich bekomme die gleich, dann werde ich das gerne aufklären. Danke. So, gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich an dieser Stelle nicht. Dann komme ich nochmal zu den Kabinettsthemen zurück und fange mit dem Verhaltenskodex Lobby an. Herr Jung. Herr Sabitz, Sie hatten von nicht unerheblichen Verstößen im Rahmen des Verhaltenskodex gesprochen. Ich würde gerne wissen, was ist denn ein unerheblicher Verstoß im Verhaltenskodex und was ist ein erheblicher Verstoß? Das wird man sicherlich nur im Einzelfall wirklich definieren können, aber vielleicht gibt es eine Definition, die das BMI, das ja dieses Thema heute ins Kabinett gebracht hat, vorlegen kann. Eine Definition zwischen dem Unterschied eines erheblichen und eines unerheblichen Verstoßes habe ich jetzt nicht parat. Das Gesetz ist ja auch noch nicht in Kraft. Also da müssen wir natürlich auch sehen, wie sich da die Anwendung des Gesetzes und natürlich auch die Interpretation entwickelt. Es ist allgemein gesprochen
im rechtlichen Kontext nicht unüblich, dass man differenziert zwischen erheblichen und unerheblichen Verstößen. Also das ist nichts Spezifisches für dieses Gesetz. Das hätte ja sein können, weil Herr Seibert davon gesprochen hatte. Und Sie legen ja fest, dass Treffen in Ministerien bis hinunter zur Ebene von Unterabteilungsleitern erfasst werden. Warum nicht noch darunter? Es arbeiten ja noch mehr Menschen unterhalb der Unterabteilungsleiterebene. Die könnten ja auch beeinflusst werden und die fallen dann nicht unter diese Regelung. Das ist eine Frage, die jetzt mit dem Verhaltenskodex nichts zu tun hat, sondern die jetzt schon bei dem Lobbyregistergesetz diskutiert wurde. Es ist so, dass hier die Erwägung in die Richtung geht, dass der Kontakt zwischen Interessensvertretern, Nichtregierungsorganisationen, der Allgemeinheit mit fachlichen Vertretern der Ministerien weiterhin möglich sein muss. Es handelt sich ja nicht um einen politischen Kontakt, wenn man mit einem Fachreferenten eine fachliche Diskussion führt. Das muss in dem Rahmen weiterhin möglich sein. Und das betrifft das Lobbyregister in diesem Fall deswegen nicht. Herr Jordans, auch zu diesem Thema? Ja. Eine kleine Nachfrage zu dem, was Sie gerade über die Definition gesagt haben. Haben Sie die einfach nicht parat oder gibt es da Ihres Wissens keine? Weil das scheint ja doch nicht unerheblich für diese Sache zu sein. Und zweitens sind Parlamentarier auch irgendwie davon betroffen, insofern als dass die ja auch manchmal als Lobbyisten für bestimmte Vereinigungen, deren Mitglieder sie sind, auftreten können. Mitglieder des Bundestages fallen nicht unter das Lobbyregistergesetz, deswegen auch nicht unter den Verhaltenskodex. Zu der Frage, wie man zwischen erheblichen und unerheblichen Verstößen differenziert, müsste ich eine Antwort tatsächlich nachreichen. So, die Kollegin, Sie waren auch da zu mir. Ich habe Ihren Namen leider nicht präsent. Nee, ich bin an das Thema. Anderes, genau. Okay, dann komme ich auf Sie zurück. Dann Herr Jung noch mal zu diesem Thema. Wer entscheidet denn, wann ein Verstoß erheblich oder unerheblich ist? Ich würde sagen, dass das Teil der Nachreichung sein sollte. Das hängt ja mit der Frage zusammen, die auch der Kollege Herr Jordans gestellt hat. So, dann sehe ich keine weiteren Worte. Ja, und zwar haben Sie recht, da bitte ich um Verzeihung, es waren natürlich 30 Leute einzukommen. Okay, dann ist das geklärt. Ich sehe jetzt zu diesem Thema keine weiteren Fragen und komme zum Rüstungsexportbericht. Da hatte ich eine Wortmeldung zuerst von Herrn Jung. Ja, ich nochmal zu Ägypten. Das ist ja der größte Empfänger der Drittländer von deutschen Rüstungsexporten. Es ist eine Militärdiktatur, die ihre eigene Bevölkerung unterdrückt. Mich würde interessieren, wie die Bundesregierung das rechtfertigt, dass man an diese Militärdiktatur so viel Rüstung exportiert. Vielleicht Frau Ungrad. Wir betreiben eine verantwortungsvolle Rüstungspolitik. Über die Erteilung von Genehmigungen für Rüstungsexporte entscheidet die Bundesregierung im Einzelfall und in strenger Diskussion oder Absprache mit den anderen Ressorts, vor allen Dingen mit dem Auswärtigen Amt bei der Entscheidung für außen- und sicherheitspolitische Erwägung. Und zum Teil Fall Ägypten, die Genehmigung, der Genehmigungswert fast ausschließlich 99% auf Genehmigung für die Seestreitkräfte. Also darauf ist das allein zurückzuführen, das sind U-Boote, Patrouillenboote. Das ist kein Risiko des Einsatzes für interne Repressionen und keine Relevanz dieser Güter für den Jemen-Konflikt zum Beispiel. Leistungsfähige Seestreitkräfte liegen im legitimen verteidigungspolitischen Interesse Ägyptens und auch im internationalen Interesse an Küsten- und Seewegsicherung. Gerade in Bezug auf Jemen, da gibt es ja eine massive Seeblockade des Jemen durch die Saudische Allianz, wo auch Ägypten Teil dessen ist. Woher sind Sie sich so sicher, dass diese Schiffe und U-Boote nicht dort eingesetzt werden? Und es wurde auch im Koalitionsvertrag festgelegt, dass keine Rüstung an im Jemen-Krieg beteiligte Länder geschehen soll. Ägypten ist da natürlich dran beteiligt.
Nach unserer Einschätzung sind diese Genehmigungen, die wir erteilt haben, nicht Teil dessen, was auf den jeden Konflikt Einfluss hat. So, dann Frau Dudin auch zu diesem Thema. Das ist noch nicht an, oder? Das ist ja jetzt. Ja, abgesehen vom Jemen ist Ägypten ja auch durchaus an der Krise im östlichen Mittelmeer um die Gasfelder nicht ganz unbeteiligt. Können Sie das vielleicht nochmal aufklären, warum trotzdem Schiffe und U-Boote an Ägypten geliefert wurden? Ja, ich habe meine Meinung ja eben gerade gesagt. Nach unserer Auffassung ist das, was geliefert worden ist, nicht der unmittelbaren Einfluss auf den Jemen-Konflikt, nach unserer Einschätzung nach. Nachfrage? Ja. Ich habe von Zypern Mittelmeer gesprochen. Ich habe Sie akustisch nicht verstanden. Also, Entschuldigung. Ich habe von den Gasfeldern im östlichen Mittelmeer gesprochen, wo ja Ägypten durchaus auch Interesse hat und nicht unbeteiligt ist an der Krise. Ja, das sind jetzt außenpolitische Erwägungen. Da würde ich gerne ans AA verweisen. Unsere Meinung habe ich dazu gesagt. Also ich kann von keinen Erkenntnissen berichten, die dem entgegenstehen, was das Wirtschaftsministerium zu dieser grundsätzlichen Haltung zu, und das sind eben 99% Wasser-, Unter- und Überwasserschiffe, dargelegt hat. Auch unter diesem Gesichtspunkt nicht. So, dann Herr Jessen. Ja, Sie sagten, nach Ihrer Einschätzung seien die gelieferten Güter sozusagen nicht kriegsrelevant. Die Formulierung im Koalitionsvertrag war doch aber nicht, es wird nicht geliefert, was nicht kriegsrelevant ist, sondern es gibt keine Rüstungslieferungen an Parteien, die am Krieg beteiligt sind. Das ist doch, Sie führen ja hier ein Kriterium ein als Meinung für die Entscheidung, die ein anderes ist als die Formulierung im Koalitionsvertrag. Die Absprachen über Rüstungsexporte erfolgen in Ressortabstimmung. Und in der Ressortabstimmung ist diese Abstimmung erfolgt. Wie gesagt, ich habe es schon mal am Eingangs erwähnt, wir betreiben eine verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik. Und diese Erwägungen, über diese Erwägung wurde nachgedacht und dann kam es zu diesem Entschluss. Ja, dann darf ich die Nachfrage ans Auswärtige Amt stellen. Trifft es zu, dass im Koalitionsvertrag die Vorschrift oder die Regel ist keine Lieferung an kriegsbeteiligte Parteien und dass das ein anderes Kriterium ist, als zu sagen, naja, was wir hier liefern, spielt im Krieg keine Rolle. Das sind doch zwei Paar Schuhe. Also das Nachlesen des Koalitionsvertrags können wir beide, ich habe ihn jetzt gerade hier nicht im Wortlaut da, können Sie auch tun. Ich kann aber auch nur noch mal bestätigen, was die Kollegin gesagt hat, dass wir eben, also oder nochmal auf Ihre Frage formuliert, wir haben keine Erkenntnisse darüber, dass ägyptische Seestreitkräfte an dem Jemen-Konflikt beteiligt sind. Herr Jung? Ja, das wäre auch nochmal meine Frage gewesen. Sind das denn Tatsachen, dass diese deutsche Rüstung nicht beim Jemenkrieg landet oder ist es lediglich Ihre Auffassung oder Ihre Meinung? Können Sie das beweisen? Darüber würde ich gerne ans Auswärtige Amt verweisen, weil wir ja die Richtlinien vom Auswärtigen Amt bekommen, inwieweit die außenpolitische Lage ist. Ich glaube, Ihre Frage zielte auf Kontrollen und dergleichen ab. Ne? Nee, Frau Ungrath hatte gesagt, nach Ihrer Auffassung, also der Auffassung des Wirtschaftsministeriums, landen diese Schiffe und U-Boote nicht vor der Küste von Jemen und werden dann Teil der Kriegsallianz der Saudis. Das ist Ihre Auffassung. Sind das Tatsachen? Also wir haben keine Erkenntnisse über eine Beteiligung der ägyptischen Seestreitkräfte an diesem Konflikt. So, dann kommen wir zum nächsten Kabinettsthema. Das war die Hightech-Strategie. Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Und zum Medien- und Kommunikationsbericht. Das sehe ich auch nicht. Dann mache ich mit einer nächsten Frage an das Auswärtige Amt vermutlich weiter von Herrn Tofinier. Frau Adebar, ich habe letzte Woche schon mal nach Ihre Kollegin nachgefragt zum Thema. Da geht es konkret darum, dass die arabischen Botschafter sich mit Herrn Maas treffen wollte, zweimal auch sich mit ihm eine Anfrage gab, sich mit ihm zu treffen. Aber er sich laut arabischen Diplomaten geweigert hat, mit ihm zu treffen. Das ging um den Gaza-Krieg. Da wollten Sie mir eine Antwort nachliefern, die ich aber bis jetzt noch nicht erhalten habe. Dann kümmere ich mich noch mal darum, dass Sie die Antwort noch erhalten. So,
dann jetzt die Kollegin in der Mitte von Ihnen aus links. Nee, hinter Ihnen. Ich habe Ihren Namen leider immer noch nicht. Christine Joachim aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Frau Ungard, nächste Woche läuft ja Ende des Monats, nicht nächste Woche, die Bundesnotbremse aus und damit ja auch die Regelung, was die Homeoffice-Pflicht angeht. Gibt es denn da schon Überlegungen, wie das dann den Monat drauf weitergehen soll? Gibt es da Gespräche? Und wenn ja, soll da nächste Woche auch was beschlossen werden für die letzte Bundestagswoche? Danke. Zum Thema Homeoffice würde ich gerne an das Bundesarbeitsministerium verweisen, weil das deren Federführung ist. Wir haben unsere Meinung dazu gesagt, es läuft in der Tat aus und der Minister ist auch dieser Meinung. Dann wechseln wir einmal. Ist das Arbeitsministerium da? Ja. Also die Angebotspflicht fürs Homeoffice. Das Homeoffice hat ja einen wichtigen Beitrag zum Infektionsschutz geleistet. Aber richtig ist, dass die aktuelle Regelung zum Homeoffice zum 30. Juni ausläuft. Das gilt genauso für die aktuelle Corona-Arbeitsschutzverordnung. Das BMAS hat bereits Vorschläge vorgelegt, um die Arbeitsschutzverordnung anzupassen und entsprechend zu verlängern. Dazu laufen derzeit die regierungsinternen Gespräche, sodass ich zu Details jetzt und hier noch gar nicht weiter sagen kann. Aber noch eine Nachfrage kurz, es müsste ja dann eigentlich nächste Woche was geben. Also der 30.06. ist bald, das ist klar. Okay, gut, danke. So, damit sehe ich auch die Frage von der Kollegin Hoffmann vom ZDF digital beantwortet. Dann bin ich jetzt bei der Kollegin vorne. Rosa Lehrermann, das Deutsche Welle. Eine Frage an das Auswärtige Amt bezüglich der 80 Jahre des 80. Jahrestages des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion. Die Hauptveranstaltung findet in Karlshorst statt, in dem Deutsch-Russischen Museum. Der ukrainische Botschafter Mielnik hat sich in einem Pressebericht jetzt geäußert und hat angekündigt, dass er daran nicht teilnehme. Er hat dem Bundespräsidenten und der deutschen Politik insgesamt ein Affront vorgeworfen und, um wörtlich zu zitieren, Unsensibilität und fehlendes Bewusstsein für die Gefühle der Ukraine als eine der größten Opfergruppen des Zweiten Weltkrieges wegen des Ortes. Waren Sie als Auswärtiges Amt beteiligt an der Entscheidung des Ortes und haben Sie Verständnis für diesen Schritt? Also wir haben die Berichterstattung zur Kenntnis genommen und auch mit etwas Verwunderung, so will ich sagen, die dort zitierten Äußerungen von Botschafter Mielnik. Ich will das aber gar nicht weiter kommentieren, sondern vielleicht etwas zum Hintergrund dieses Sachverhaltes sagen, weil es eben auch uns betrifft. Das Auswärtige Amt ist Mitglied in dem Trägerverein des Museum Berlin-Karlshorst e.V., welches seit 1994/95 das Deutsch-Russische Museum eben trägt. Neben uns sind insgesamt 17 Institutionen aus Deutschland, Russland, Belarus und der Ukraine auch Mitglied dieses Trägervereins. Darunter zum Beispiel auch das Nationale Museum der Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg in Kiew. Und vor dem Museum werden entsprechend, um das auch deutlich zu machen, die Fahnen von Deutschland, Russland, Belarus und auch der Ukraine gezeigt. Die Ausstellung, die der Bundespräsident dort übermorgen eröffnen trägt den Titel Dimensionen eines Verbrechens, sowjetische Kriegsgefangene im Zweiten Weltkrieg. Also ein sehr breiter Titel und zu dieser Ausstellungseröffnung sind auch nach unseren Informationen Botschafter oder die Botschafter aller Nachfolgestaaten der Sowjetunion eingeladen. Und ferner sind eingeladen auch die Direktoren der drei Partnermuseen eben in Russland, Belarus und der Ukraine dort mit Videobotschaften präsent zu sein. Vielleicht grundsätzlich zur Haltung der Bundesregierung zu dieser Erinnerungskultur. Es soll eben in der Erinnerung gerade keine Opfergruppe ausgeblendet werden, sondern im Gegenteil, es ist der Bundesregierung wichtig, dass die Erinnerung das Schicksal von
den Menschen aus allen Völkern der einstigen Sowjetunion dort auch dem auch Rechnung trägt. Ich kann gerne auch noch mal zitieren aus einer Rede am 9. Juni von Außenminister Maas im Bundestag anlässlich der Debatte im Bundestag zum 80. Jahrestag des Überfalls Deutschlands auf die Sowjetunion. Er hat in dieser Rede auch noch mal für die Bundesregierung darin an die unfassbaren Opfer der Menschen in allen betroffenen Nachfolgestaaten der Sowjetunion erinnert, natürlich auch darunter die Ukraine. Und er hat auch auf unsere Unterstützung der Erinnerungsarbeit in den vielen Ländern Ost- und Mitteleuropas hingewiesen, unter anderem zum Beispiel auch für eine geplante Unterstützung im neuen Holocaust-Museum in Babin Yar. Und das war der gleiche Tag, an dem der ukrainische Außenminister zu einem Besuch bei Herrn Maas war. Das war ein sehr freundschaftlicher, schöner Besuch. Und dort hat Herr Maas auch noch mal auf die völkerrechtswidrige Annexion der Krim diese verurteilt und die territoriale Integrität der Ukraine betont. Also Sie sehen, da gibt es in der Erinnerungskultur der Bundesregierung einen sehr, sehr breiten Ansatz, der sich eben schon immer dagegen wendet, den deutschen Überfall auf die Sowjetunion historisch zu instrumentalisieren und auch eben diesen Jahrestag zu instrumentalisieren. Dagegen wenden wir uns, und das ist auch ein uns sehr wichtiges Anliegen. Vielleicht das zum Hintergrund dieser Veranstaltung. Nachfrage dazu? Kurze Nachfrage. Ich würde aber trotzdem sagen, also wenn der Botschafter eines Landes wie Ukraine, das ja auch betroffen ist, die seine Teilnahme absagt, ist es irgendwie als diplomatisches Eklat zu bewerten, zumindest für die Öffentlichkeit. Wie sehen Sie das und wie wollen Sie das als Auswärtiges Amt irgendwie, haben Sie vor, was zu deeskalieren, oder spricht vielleicht Herr Maas mit dem ukrainischen Außenminister? Also das ist eine Veranstaltung, die der Bundespräsident wahrnehmen wird. Insofern ist das auch etwas, wozu der Bundespräsident das Bundespräsidialamt kommunizieren sollte. Natürlich habe ich gesagt, dass wir das mit Verwunderung zur Kenntnis genommen haben. Wir sind mit der ukrainischen Seite auf ganz verschiedenen Wegen, wie Sie gesehen haben, auch zuletzt der Außenminister war ja hier zu Besuch, in Kontakt. Und wir haben unsere Haltung jetzt noch mal zur Erinnerungskultur und unser Wenden gegen eine Instrumentalisierung hier dargestellt. Und ich glaube, das ist der Grundsatz, mit dem wir vor diesem Jahrestag als Bundesregierung auch mit Blick auf zahlreiche Veranstaltungen hineingehen und zu dem wir stehen. Eine Frage digital von dem Kollegen Dolgunov von der Nachrichtenagentur TASS. Auswärtiges Amt oder an Sie, Herr Seibert. Was erwartet die Bundesregierung von dem Treffen von Putin und Biden? Ist eine Entspannung zwischen Russland und dem Westen möglich? Die Bundeskanzlerin hat vor kurzem ja öffentlich gesagt, dass sie es gut findet, dass der amerikanische Präsident jetzt das direkte Gespräch mit dem russischen Präsidenten sucht. Genau wie es gut ist, wenn es auf europäischer Ebene zwischen Deutschland und Russland oder Vertretern der EU und Russland solche Gespräche gibt. Und ansonsten kann ich dem jetzt nicht vorgreifen, was da heute in Genf passiert. Dazu Herr Jordans. Herr Seibert, die Bundeskanzlerin hat ja nun viel Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Herrn Putin, hat ihn mehrfach getroffen. Mich würde interessieren, ob die Bundeskanzlerin irgendwelche Vorschläge oder irgendwelchen Rat an Herrn Biden während des G7-Treffens gegeben hat bezüglich dessen, wie man bei diesem Treffen in Genf mit Herrn Putin umgehen sollte. Ob man ihm trauen kann zum Beispiel. Über das vertrauliche Gespräch, das die Bundeskanzlerin in Cornwall mit dem amerikanischen Präsidenten geführt hat, kann ich Ihnen hier nichts berichten.